Jo Leute, und damit herzlich willkommen zum letzten Vlog hier auf unserem Kanal. Ich bin dran, das ist der letzte Vlog von mir und auch der letzte der ganzen des ganzen Weihnachtskalenders. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war halt so ein Mischmasch, was wir machen wollen und beziehungsweise wozu man Zeit hatte. Ich wollte eigentlich noch mehr aufnehmen, aber das ging nicht, weil ich zum Beispiel Auto gefahren bin und ich glaube, mein Vater will mir ins Video und so, weil das ist für den, naja, nicht so das Ding, weil Anonymität ist ja, er will anonym bleiben halt und ja. Das war's dann also schon mit der Reihe. Also uns hat es mega Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch gelernt, mit der Kamera zu reden, einfach freier zu sprechen, damit man einfach locker ist und so. Und da seht ihr ja auch mal, wie wir drauf sind und so. Also mir persönlich hat es am Anfang sehr schwer gefallen, vor der Kamera zu reden, ohne irgendwie zu viele Fehler zu machen. Jetzt habe ich auch schon mal so 2 Fehler gesagt. Das heißt, ja, ich werde das gleich so uncut lassen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht gerade. Und ich will mich bloß bedanken dafür, dass ihr euch das angeschaut habt und dass ihr auch das immer gar nicht mal so schlecht bewertet habt. Ne? Also dafür bedanken wir uns schon mal. Ich hoffe, euch hat das ganze Ding auch gefallen. Also uns dreien hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wir haben auch mal gesehen, wie aufwendig das ist, immer die Kamera so schnell von Ort zu Ort zu bringen, weil wir manchmal schon Probleme hatten, wie wir die Kamera hinhergebracht haben. Weil, ja, wir wohnen zwar nicht sehr weit auseinander, aber dafür 2-3 Kilometer schon manchmal und das ist halt nur die 2-3 Kilometer, darauf kommt es schon manchmal an, wenn du zum Beispiel gar keine Zeit hast oder so, ist es schon richtig schwer, da irgendwie noch hinzukommen oder so, weil du einfach noch was anderes planen musst, weil das halt vorgeht oder weil man halt gerade wirklich keine Zeit hat, weil ein Termin oder sowas ansteht. Und das war halt noch ein bisschen komplizierter manchmal, also das haben wir alles geschafft und ja, also das hat uns schon mal Spaß gemacht. Das ist halt mal was ganz anderes gewesen, organisatorisch sowie aufwendig, was für uns, denke ich mal, jetzt nicht ganz so. Also für mich war es jetzt schon ein bisschen, weil ja, ich muss halt gucken, was ich so aufnehmen kann. Ja, und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, wollte mich eigentlich bloß bei euch noch bedanken, dass wir jetzt schon so einen großen Support noch haben. Das finden wir auch so richtig Hammer, hätten wir nie gedacht. Also natürlich, wie der Kevin schon mal angesprochen hat, dass mir den Push, dass jeder die Meinung bloß von dem vertritt, weil er es gut findet und wenn es halt schlecht war, dann war es nicht so gut, weil der es ja gesagt hat. Das hat ja der Kevin auch schon mal angesprochen, das stimmt auch, weil das fällt mir auch bei vielen YouTubern auf. Und ja, wir können jetzt das oben machen, wir haben jetzt zwar noch nicht so die große Reichweite, aber das könnte ja auch bei uns passieren, dass wir ja mal irgendwann mehr Abonnenten bekommen und nicht gerade wie jetzt weniger als wieder werden. Jo, also ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Lasst morgen euch schön beschenken von Geschenken. Wow, das war einfallsreich, ne? Also habt einen ordentlichen Weihnachtsmann, wenn ihr den habt und haut rein, viel Spaß und dann bis zum nächsten Video von uns dreien zusammen mal wieder. Ciao!